Hallo und willkommen auch von mir. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ich habe Lars nämlich relativ schlecht verstanden. Meldet euch vielleicht im Chat, wenn damit Probleme sein sollten und man mich dann nicht mehr versteht. Das ist super, danke für die Rückmeldung. Genau, also ich würde die Kamera auch erstmal auslassen, weil ich irgendwie mir überlegt habe, dass ich nicht so Lust habe, dass mein Gesicht noch aufgezeichnet wird. Und ich habe das gestern mit Vermummung ausprobiert und dann habe ich gemerkt, dann kann man so schlecht trinken und jetzt rede ich halt noch mehr. Und das ist dann eben so ein bisschen ungünstig. Genau, also das ist der Titel vom Talk. Der wurde auch schon benannt. Deswegen gehe ich mal gleich zu der letzten Folie rüber, wo es um mich geht. Und das ist deswegen so ein kleines Stück wichtig, weil ich jetzt auch so die quasi ein bisschen die Protagonistin von diesem Talk dann auch bin und worum es jetzt in den nächsten 40 Minuten oder so geht. Man könnte so, also genau, ich bin Lucy und als meine derzeitige Beschäftigung könnte man vielleicht vor allem Entwickler in einem Softwarekollektiv angeben und darüber hinaus interessiere mich für viel zu viele Sachen, manche davon hier aufgelistet sind und die Liste keineswegs irgendwie ausschöpfend ist. Manche davon sind, wie es hier steht, lesen, Sprachen lernen, zeichnen, stricken, Gitarre spielen, kochen, Taekwondo, Fahrradfahren, Reisen, Lernen und Gruppenprozesse und Dynamiken beobachten und mitgestalten. Etc. etc. Und wie wir merken, das sind irgendwie so relativ viele und das wird uns gleich auch weiter beschäftigen. Ich hatte mal so einen Arbeitskollegen, der hat gesagt, man pickt sich so ein Random Topic X aus und los ist da so, oh, ich habe da schon mal einen Workshop dazu gemacht. Das ist insofern alles spannend oder relevant. Weil das so ein bisschen den gesellschaftlichen Erwartungen, die heutzutage an uns herangetragen werden, ein bisschen widerspricht. Und zwar, diese Frage kennt ihr schon auch und die wird allen schon auch recht früh oft gestellt. Was möchtest du werden, wenn du groß bist? Und ich weiß nicht, ob das Erwachsene dann super ernst meinen, wenn sie dann 5- oder 7-jährige Kinder das fragen oder das einfach mit dem Smalltalk mit Kindern nicht drauf haben und auf dem Schlauch stehen, was die da jetzt sagen sollen. Aber nichtsdestotrotz wird uns auch in diesem Alter schon auch oft deutlich auf eine explizite oder nicht so ganz explizite Weise gemacht, welche Berufe akzeptabel sind und welche Berufe nicht so akzeptabel sind. Und oft hat das alles auch so eine Gender-Komponente, aber auch nicht unbedingt. Zum Beispiel, keine Ahnung, also Kunst als Beruf ist eine ganz schlimme Idee, weil wir wissen dann Geld verdienen damit und so weiter und so fort. Und was noch schlimmer ist, als eben sowas wie Kunst als Beruf haben zu wollen, ist nämlich Kunst und daneben auch noch 4 andere Berufe haben wollen. Und ich hatte und habe stückweise auch immer noch so diese Entscheidungsprobleme. Genau, also weswegen das alles nicht so ganz aufging. Und so Leute, die eben diese Entscheidungsprobleme haben und viele Interessen haben, die haben in der Schule erstmal nicht so das Problem, weil da gibt es eben so viele verschiedene Fächer und es ist alles relativ abwechslungsreich, man kann gleichzeitig ein Mathe-Crack sein und dazu noch Spaß daran haben, Bücher zu lesen, kann gerne malen, etc. etc. Und wenn das alles noch nicht ausreicht, auch noch dazu nach der Schule bei dem Englischunterricht und der Kunst AG und beim Gitarrenunterricht und sonst wo rumspringen. Das Problem allerdings, was so Leute kriegen, das kommt erst nach der Schule und zwar auf einmal und zwar recht unvorbereitet soll man sich dann auf einmal entscheiden, in welchem Job oder Beruf man arbeiten möchte, beziehungsweise was für eine Ausbildung man machen möchte oder was für ein Studium.
und eben soll sich dann halt super stark spezialisieren auf einem Gebiet, mit dem man unter Umständen davor keinerlei so richtige Berührung hatte oder so Einblick darin hatte. Was heißt das denn so genau? Und das ist genau so super wichtig, also diese Berufung, also nicht diese Berufung, sondern diese Berufswahl ist wichtig oder diese Studiumswahl. Und die soll also sozusagen dahin führen, dass wir eben so das eine Ding finden, was uns so super Spaß macht und was unser Leben erfüllt. Und wir sind so ein bisschen da, also zu einem unglücklichen Leben verurteilt, falls wir da das Falsche wählen. Also das ist so ein sehr starker Druck dahinter. Und genau, also es wird eben erwartet, dass wir so diese einzige wahre Berufung finden und darin aufgehen. Also das wird in Filmen dargestellt. Es gibt auch so diverse Webseiten und Ratgeberbücher, die uns dazu verhelfen, versuchen, Seminare etc. Und das habe ich mir dann auch gedacht, naja, ich sollte halt mich auf eine Sache konzentrieren, weil irgendwie, wenn ich mich mit so vielen unterschiedlichen Sachen beschäftige, dann kommt irgendwie bei keiner davon was rum. Und ich weiß aber nicht, auf welche ich mich fokussieren will. Ne? Also, weil, wenn ich mich jetzt auf die eine fokussiere und dann stellt sich raus, das war die falsche, dann bin ich irgendwie, habe ich immer so voll viel Zeit verschwendet und bin dann irgendwie unglücklich und überhaupt. Und deswegen habe ich unter anderem auch so mega lange studiert, weil ich dann irgendwie, glaube ich, unterbewusst nie in das Arbeitsleben ankommen wollte, weil dann hat man sich irgendwie so festgelegt gehabt. Und unter anderem habe ich auch so manche von diesen Tests im Internet gemacht, die mir verraten sollten, was soll ich denn mit meinem Leben anfangen und was ist denn meine Berufung, worin bin ich gut? Und da kam dabei unter anderem der Titel von diesem Vortrag rum. Ja, so, du willst irgendwie alles machen, viel Spaß damit, du kannst das auch alles irgendwie, wenn du dir das vornimmst. Und ich dachte so, ja, herzlichen Dank für diesen Beitrag. Das ist zwar ganz lustig, aber irgendwie, genau, gibt mir irgendwie jetzt auch nicht so ganz weiter. Und dann habe ich, also bin ich letzten Sommer bei so einem Kurs auf den Begriff Scanner gestoßen, mit dem wir uns jetzt beschäftigen möchten. Und das ist nämlich eine Bezeichnung anscheinend für so Leute, die sich gerne mit vielen Sachen gleichzeitig beschäftigen, die eben viele Sachen spannend finden, und die auch alle machen wollen und sich gar nicht so richtig sehr im Detail in das eine spezialisieren möchten und die super gerne immer wieder neue Projekte anfangen, die ganz oft, also themengebietemäßig nichts miteinander zu tun haben. Genau, also das sind Menschen, bei denen Lernen und eben neue Sachen anfangen, denen irgendwie so total viel Spaß bereitet und die gerne so mit verschiedenen Ideen auf verschiedenen Ebenen und eben auch in verschiedenen Gebieten rumhantieren. Also wie ich das schon angedeutet habe, ist dieser Scanner, also eben in die Breite gehen und sich so verschiedene Sachen vielleicht so recht oberflächlich angucken, um dann, vielleicht kann man sagen, das große Bild zu verstehen. Den kann man gegenüber so einen Taucher oder Diver auf Englisch abgrenzen. Also das sind eben die Menschen, die sich wirklich in die Tiefe in einem Thema spezialisieren und dabei aufgehen. Jetzt muss ich ganz kurz was trinken. So, das ist deswegen spannend, weil ich dann irgendwie, auf einmal gab es so ein Wort, also für diesen Zustand oder so Geistes, wie kann man es das nennen, so Einstellung,
Und es war halt, genau, also es hat dazu auch gedient zu erkennen, es gibt irgendwie auch ganz viele andere Leute, denen es so ähnlich geht und es ist vielleicht gar nicht so weird und merkwürdig und ich habe da irgendwas Falsches gemacht. Genau, also nichtsdestotrotz, also war ich erstmal so, naja, beziehungsweise das Problem mit der mit diesen ganzen Aktivitäten ist, also schön und gut, dass man das erkannt hat, aber also die gesellschaftliche Konsens ist so immer noch so ein bisschen, dass man die Sachen, die man angefangen hat, auch mal gefälligst beenden sollte. Und ich habe auch bei mir gemerkt, ich operiere sehr stark in diesem Modus, also dass ich dann irgendwie meine Sachen zu Ende machen soll. Und deswegen habe ich jetzt auch so ein Studium noch am Laufen, das auch so seit 8 Jahren läuft und ich habe auch irgendwie immer noch auch irgendwie so vor, das abzuschließen, eben weil man so Sachen abschließt. Und genau, also das wird so ein bisschen von uns erwartet und vielleicht so ein erster Schritt damit umzugehen ist, sich zu sagen, also beziehungsweise eben so diesen Konsens oder diese Einstellung zu hinterfragen und sich zu sagen, naja, warte mal, wer sagt denn das, dass ich alles zu Ende machen sollte und was heißt überhaupt zu Ende machen? Also das kann ich halt verschiedene, also meine verschiedenen Aktivitäten, die ich angefangen habe, vielleicht auch eben dann, also so lange machen, solange sie für mich Sinn ergeben und solange sie mir Spaß bereiten oder ich da das Gefühl habe, ich lerne da was Neues. Und sobald das dann nicht mehr der Fall ist, dann kann ich die halt auch an die Nagel hängen. Also selbst wenn jetzt ein Studium vielleicht nicht abgeschlossen ist, wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe alles gelernt oder alles mitgenommen, was ich da mitnehmen wollte, muss ich mich jetzt nicht unbedingt auch noch durch so eine Abschlussarbeit quälen. Genau, sondern kann sagen, naja, also ich habe das in der Form, also die mir wichtig war und wo ich da was daraus ziehen konnte, eigentlich auch abgeschlossen. Genau. Das Ding ist, ich habe auch immer noch Bedenken bei der ganzen Sache. Das ist trotzdem, also immer so diese Zwiespaltung von, naja, ja. Also ich habe, also ne, ich habe das alles gelernt, was ich lernen wollte, aber ich kann nichts vorzeigen und ich habe irgendwie dies angefangen, das angefangen und das dritte angefangen und am Ende steht da nichts Handfestes da und außerdem bin ich halt auch gefühlt nichts gut, so, weil ich habe in der Zeit, wo sich eine Person Zeit genommen hat, um sich wirklich auf die eine Sache zu fokussieren und sich damit auseinanderzusetzen, habe ich mich mit 15 auseinandergesetzt und dann aber vergleiche ich mich halt immer noch mit der Person und denke mir so, Mann, ich habe nichts drauf, so. Genau, und eben das macht mich halt auch irgendwie auch immer noch fertig und was mich auch noch fertig macht, ist manchmal ist dieses ja, also cool. Also ich habe halt irgendwie all diese Interessen und dann versuche ich irgendwie alles davon wirklich auch gleichzeitig zu machen, was ganz schnell an so Zeitgrenzen stoßt. Also dass ich dann merke, okay, also es ist echt schlecht, irgendwie auf Arbeit Deadline zu haben, einen Zeichenkurs am Wochenende zu machen, Folien zu Ende zu versuchen, zu Ende zu stellen und auch noch so einen Vortrag machen und auch noch Urlaub planen. Ist vielleicht ein bisschen zu viel für ein Wochenende. Und dann aber irgendwie hat sich das so alles so reingeschlichen. Irgendwie, ich dachte beim Vortrag, ach, das ist nicht so viel Arbeit und beziehungsweise ich habe davor irgendwie ganz schön viel Zeit, den vorzubereiten. Und der Kurs macht ja Spaß und so weiter und so fort. Und dann irgendwie stapelt sich das so alles und dann bin ich irgendwie gestresst, weil die Zeit nicht ausreicht. Das ist so ein zweites Problem bei der Sache. Und um mit diesen ganzen Sachen irgendwie so besser umgehen zu können, also mit sich selber so, sagen wir mal,
sich so besser einordnen zu können oder irgendwie so sein Leben stressfreier zu gestalten, möchte ich euch jetzt ein paar Werkzeuge, die ich unterwegs auch noch kennengelernt habe, also nachdem ich den Begriffsscanner kennengelernt habe, habe ich noch so ein Buch dazu gelesen. Das habe ich euch auch am Ende in den Ressourcen verlinkt, falls ihr dafür Interesse habt oder gerade gemerkt habt, oh ja, da fühle ich mich auch super angesprochen bei der ganzen Sache. Da sind noch mehr davon und ich habe so ein paar rausgepickt, die für mich so ein bisschen ausprobiert habe und wo ich das Gefühl habe, dass die bei mir gut funktioniert haben und die möchte ich euch jetzt kurz vorstellen. Das erste Werkzeug in dieser Reihe ist das sogenannte Scanner Daybook. Dabei handelt es sich im Grunde um so eine Art Notizbuch. Am besten laut der Person, die sich das überlegt hat, so ein größer formatig mit vielen Seiten und ohne Linien oder so, also wo man auch irgendwie nicht nur schreiben, sondern auch malen könnte. Und die Idee dabei ist, man hält so Ideen fest und Sachen, die man gerne irgendwann mal machen würde oder vielleicht gar nicht mal ernsthaft darüber nachdenken, die zu machen, aber die irgendwie so eine spannende Quatschidee waren und wo es so ein bisschen so Spaß gemacht hat, irgendwie so darüber rumzuspinnen. Genau, das sollte also so für zwei Sachen vielleicht grob, also auf jeden Fall für zwei Sachen gut sein, vielleicht auch für mehrere. Aber die eine davon ist, dass so hat man Ideen festgehalten und kann auch zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückkommen und kommt irgendwie so hoffentlich weniger in diesen Modus von, oh, ich muss das jetzt ganz schnell alles gleichzeitig umsetzen, weil ansonsten vergesse ich es oder finde ich es dann wieder langweilig oder komme irgendwie nicht mehr dazu. Und so hat man das irgendwie so erstmal abgelegt und kann sich auch irgendwie sozusagen mental Kapazität freiräumen für irgendwas anderes, was man gerade tut. Man sollte anscheinend auch relativ viel Freiraum um die Sachen lassen, dann kann man die auch immer wieder ergänzen, wenn man dann irgendwie wieder darüber nachgedacht hat. Und so weitere Ideen und Gedanken dazu gekommen sind. Und was noch dazu kommt, das ist so ein bisschen so die zweite Funktion. Man muss eigentlich auch gar nicht alles, was da drin steht, umsetzen, sondern man kann sich auch als so ein bisschen, kann das auch als dieses Handfeste, was einer dann fällt, wenn man dann also nichts zu Ende gebracht hat in Hochkommata, kann das auch darstellen. Ne? Also ich kann einfach irgendwie daran Spaß haben, das Ding durchzublättern, dann irgendwann zu merken, oh ja, stimmt, ja, voll cool, also was ich hier so aufgemalt habe und so. Also kann man sich so ein bisschen so vorstellen, vielleicht als das eigene so Leonardo da Vinci Notebook, ne? So, wo er so seine Flugapparate und bezeichnet hat und sich dann Notizen zu Architekturkram und zu dem goldenen Schnitt und weiß ja, was er alles gemacht hat. Genau, also kann man vielleicht so als eine Äquivalente davon verstehen. Und übrigens, Stichwort Leonardo da Vinci, was ich euch davor erzählen wollte und vergessen habe, ist, es gibt eben so für diesen Scanner auch so ein paar andere Begriffe, die so ein bisschen, jetzt sage ich irgendwie jedes zweite Wort ist ein bisschen, das versuche ich mal eben abzugewöhnen. Aber genau, es gibt noch ein paar andere Begriffe, die mehr oder weniger dasselbe beschreiben oder dieselbe Typus Personen beschreiben, die ich euch vorenthalten habe davor. Eins davon heißt sowas Multipotentiality oder so. Ich war mir die ganze Zeit nicht so genau sicher, wie man das ausspricht. Dann gibt es noch den Begriff Polymath, glaube ich. Und diese Menschen werden auch noch Renaissance Person genannt, also was man sich sehr stark jetzt wieder so Leonardo da Vinci vor Augen führen kann, also eben so diesen Gedanken, dass diese starke Spezialisierung in der Gesellschaft
eher später aufgekommen ist, historisch und in früheren Zeiten das so sehr, also auch akzeptiert und hoch angesehen war, wenn sich Menschen auch in verschiedenen Bereichen gleichzeitig beschäftigt haben. So, andere kleine Anekdote an der Seite, ich war irgendwann mit meinen Eltern in Weimar in Urlaub und dann waren wir da in einer Grotte unter der Stadt und dann habe ich kennengelernt, dass, genau, oder erfahren, dass Goethe auch noch sich der Paläontologie oder so betätigt hat und mit seinem Sohn noch irgendwie so Höhlennashorn ausgebuddelt hat, deren Knochen da irgendwie so rumliegen in der Ausstellung. Das fand ich irgendwie ausgesprochen lustig. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das war die Vorstellung von diesem Scanner Daybook. Jetzt möchte ich zu dem nächsten Werkzeug übergehen und das wäre der Wandkalender. Viele von euch führen wahrscheinlich Kalender. Ich führe auch einen Kalender auf Papier oder digital. Was sozusagen die Idee bei diesem Kalender ist, dass man in so einem relativ großen Zeitraum, zum Beispiel ein Jahr, sich irgendwo aufhängt und sich dann alle Projekte, Deadlines, genau, und Sachen, die man vorhat, darauf visualisiert. Also ich schreibe die so auf so kleine Post-its, die ich drauf rumkleben kann und dann auch abhänge, wenn sie fertig sind oder verschiebe, wenn ich merke, dass das irgendwie doch nicht so hinhaut, wie ich mir gedacht habe. Und das hilft, das habe ich tatsächlich, genau, also wie gesagt, das habe ich bei mir auch aufgehangen und finde es ganz praktisch. Aus zweierlei Hinsicht. Einerseits visualisiert das so ein bisschen meine Commitments auf einem Blick im Gegensatz zu meinem sonstigen Kalender, wo dann eher so meine Termine drinstehen und so. Kann ich sehen, okay, ja, hier habe ich im Juli am Anfang schon irgendwas vor. Es ist wahrscheinlich nicht so günstig und schlau, sich dann noch zwei andere Projekte für diesen Zeitraum vorzunehmen, weil das geht realistisch nicht auf zeitlich und ich wäre dann wieder nur gestresst und genervt und so. Genau, also das ist der eine Zweck, wofür der Kalender gut ist. Und der zweite Zweck, wofür der Kalender gut ist, ist, sich dann auch so ein bisschen zu veranschaulichen, was man alles für tolle Projekte vorhat, vielleicht auch weiter in der Zukunft. Und das wird wirklich auch stattfinden, obwohl sie nicht jetzt im Moment stattfinden. Und sich darüber auch jetzt, wenn man vielleicht irgendwie relativ stressige Phase auf Arbeit oder in sonst was für Kontext hat, sich dann irgendwie so vor Augen führen, ah ja, cool, ich habe ja so diesen Urlaub geplant danach und oder halt irgendwie so diesen Gitarrenspielkurs oder was auch immer. Und kann jetzt irgendwie sozusagen ein bisschen den Stress abhaken, hoffentlich. Und dann habe ich irgendwas, wo ich irgendwie mit Vorfreude drauf gucken kann. So, nächstes Werkzeug ist das sogenannte Projektregal. Da kann man einerseits so Projekte drauf ablegen, die man noch gar nicht, also sogar auch solche, die man noch gar nicht angefangen hat, aber auch solche, die noch nicht beendet sind. Und so dass die, wenn sie sozusagen an einem Ort sind, dann immer mal wieder, wenn man so ein bisschen Freizeit hat und sich denkt, jetzt könnte ich was machen und dann erstmal überlegen muss, was mache ich denn? Und dann ist irgendwie so von, ja, wobei, also das Problem löst es natürlich auch nicht, dass man vielleicht von den ganzen Möglichkeiten überfordert ist und am Ende gar nichts tut, aber vielleicht auch irgendwie gar nicht, erstmal irgendwie auch gar nicht auf die Idee kommen, was hatte ich denn noch alles offen am Laufen. Das würde dabei helfen, dass man die einfach die Sachen einfach da hat und die dann wieder holen kann und daran weitermachen kann. Zum anderen kann man in so einem Regal, das ist wahrscheinlich günstig, vor allem wenn man mehrere Projekte hat, also mehrere Bretter zu haben, keine Ahnung, kann man auch natürlich auch fertige Sachen da drin ablegen und dann hat man auch so den Ort, also zumindest so für so handfeste Sachen, so sind wir wieder beim Handfesten, wo die dann auch wirklich stehen und man dann irgendwie sich da wieder vor Augen führen kann, ja, ich habe da wirklich was zustande gebracht, das stimmt gar nicht, dass ich nichts irgendwie
beende. Ich habe doch diesen UFO-Prototypen da genäht, der da liegt. Und das ist ganz toll. Ich dachte nie, dass ich irgendwie so sinnvoll mit der Maschine nähen. Genau, also nähen lernen würde. Jo. So, das war das Projektregal. Dann kommt die sehr revolutionäre Idee, dass man oft Problem hat, irgendwas zustande zu bringen oder bei irgendeinem von seinen Sachen voranzukommen, weil die groß und komplex sind und uns so der Einblick fällt, was der nächste Schritt ist. Und so eigentlich, sobald man diesen Schritt identifiziert hat, kann man den auch mal angehen. Und das ist so dieses, also wie so diese Schreibblockaden oder irgendwie sowas oder irgendwie so diese KünstlerInnen-Blockaden, dass die Leute einfach da so sitzen und irgendwie nichts machen und dann irgendwie dann immer so die großartigen Ratschläge kommen. Ja, mach halt irgendwas, beginn irgendwo, ne? Das ist egal, so Hauptsache, du legst los und dann kommt man auch so ein bisschen schon in den, genau, also in der Mache. Genau, also das ist eigentlich irgendwie so nicht so mega revolutionär. Ich musste mir das nur so persönlich immer wieder vor Augen führen, weil ich dann öfters so mit Coden zum Beispiel struggle und mir dann irgendwann aufgeleuchtet ist, ja, das ist ganz oft deswegen, weil ich irgendwie das Problem nicht genug runtergebrochen habe und dann einfach mir das große Ganze angucke und mir denke so, ja, keine Ahnung, weiß nicht, was man da machen sollte oder könnte oder überhaupt. Und jetzt komme ich zu dem nächsten Tool, was eigentlich so in eine ähnliche Richtung geht oder so ein bisschen so dieselbe Idee ist, nur ist es so von hinten gedacht. Also das ist sozusagen wieder darauf hinaus, wie identifiziere ich diesen nächsten Schritt? Dabei möchte uns dieses umgekehrte Flowchart unterstützen. Und da ist die Idee, man fängt bei dem Endergebnis an, was man erreicht haben möchte. Und vielleicht sogar auch mit so daran geheftete Zeit und sich denkt, okay, bis dann und dann möchte ich so diese letzte Hausarbeit in diesem Studium geschrieben haben. Was muss ich davor tun, damit die bis dann dann steht? Ja, okay, wahrscheinlich soll ich diese 3 Tage davor mal mir Zeit zum Korrekturlesen lassen, bevor ich die dann abgebe. Ja, gut, bis zu diesem also Termin und wahrscheinlich 10 Tage oder so ein bisschen länger davor soll ich mal so eben diese Analyse schreiben. Und um die schreiben zu können, sollte ich mal wahrscheinlich erstmal so lesen, was ich jetzt schon habe, weil ich habe da irgendwann mal vor 5 Jahren irgendwas dazu geschrieben und dann die abgeschlossen. Und dann darüber identifizieren, was ich noch lesen sollte und das irgendwie einplanen. Und dann irgendwann merken, okay, so dieses Lesen, was ich schon habe, das ist ein konkretes und greifbares und vor allem jetzt realisierbares Ding, so, da kann ich irgendwie gleich, naja, gleich sitze ich, also jetzt sitze ich im Vortrag, aber so ganz hypothetisch könnte ich damit, also in jedem Moment loslegen. Das braucht irgendwie keine zusätzlichen Vorbereitungsschritte. Genau, ich muss mal wieder kurz was trinken. Dann gibt es die Idee, dass man eine Karriereprobe machen könnte, bevor man sich auf eine Karrierewahl oder auf einen Beruf festnagelt. Da ist die Idee sozusagen, dass man das also möglichst unkompliziert und ohne viel Vorbereitung da drin zu stecken, versucht, die Sachen, die man machen möchte, auszuprobieren. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich mir denke, ich würde vielleicht mal gerne Lehrerin werden, nicht erst mal so noch mal so 3 Jahre lang Lehramtsstudium noch mal nachholen, sondern erst mal vielleicht irgendwie so Optionen suchen wie so Jugendprojekte, die so Jugendliche für Technik begeistern wollen oder
mal selber auf eine Schule zu gehen und dann eine Informatik-AG anbieten, etc., etc., also sich solche, genau, also solche Optionen sucht, sozusagen, wo man das ausprobieren kann, was man vorhat, um dann irgendwie überhaupt festzustellen, macht mir das Spaß, bin ich gut da drin, und nicht erst, nachdem ich so die 3 Jahre lang Lehramtsstudium hinter mir habe, um zu merken, ach ja, Kinder, ne, kann ich überhaupt gar nicht. Und was auch so ein bisschen so in diese Richtung geht, ist, dass man auf jeden Fall auch, wenn auf Leute stoßt, die spannende Sachen machen, die man auch selber gerne machen würde, die einfach mal fragen, wie die dazu gekommen sind und so ein bisschen gucken, wie hat es sich bei denen entwickelt, was, genau, also was haben sie da an Vorerfahrungen mitgebracht, was kann ich da tun? Dann fand ich eine ganz interessante Idee nochmal, so die eine von dem sogenannten ausreichend guten Job, die durchbricht so ein bisschen mit dieser Erwartungshaltung, dass man irgendwie so voll in seinem Job aufgeht. Also das, genau, also der Plan hier ist, naja, also der Job, der muss mir jetzt an sich vielleicht nicht unbedingt so mega Spaß machen, sondern erstmal dafür sorgen, dass ich meine Miete bezahlen kann und mein Essen und nicht nerven und vielleicht auch nicht ganz so viel Zeit einnehmen. Und das, was mir so Spaß macht, dann, und wo ich dann wirklich Sinnhaftigkeit darin sehe, kann ich mir rumlegen. Und genau, und mir einfach so einen Job suchen, anstatt irgendwie zu erwarten, dass ich jetzt irgendwie den Wert meines Lebens im Job verrichte. Kann man jetzt auch nicht unbedingt mit allen Jobs machen, aber es so ein, fand ich irgendwie so eine Idee, die den Gedanken wert war, sich das vor Augen zu führen. Genau, noch so ein Ding, dass Leuten, die vielen Interessen haben, helfen sollte, sich vielleicht so besser zu strukturieren und eben auch so all diese Interessen irgendwie so nachgehen zu können und das Gefühl zu haben, dass man was anderes unter den Tisch fallen lässt oder dass man zu nichts kommt, waren sogenannte Lebensentwurfsmuster. Und davon gibt es in diesem Buch, das heißt nämlich Refuse to Choose. Ich glaube, das habe ich noch nicht gesagt. Aber wie gesagt, das gibt es auch ganz am Ende von den Folien verlinkt. Genau, also von diesen Entwurfsmustern gibt es da auch mehrere. Ich habe hier nur so beispielhafter so ein 4 aufgeführt. Da ist die Idee so, dass man so sein Leben eben so ein bisschen ausrichtet, dass da irgendwie so viele, also die Sachen irgendwie gut untergebracht werden können. Und zum Beispiel bei diesem ersten Ding mit dem parallelen Leben ist sowas gedacht, wie wenn ich so 2 Sachen habe, die mich mega interessieren, dass ich irgendwie so versuche, die mal so abwechselnd zu machen, wie zum Beispiel, ich mache mal so ein halbes Jahr, arbeite ich auf dem Hof, weil ich gerade irgendwie lernen will, wie man irgendwie so Gemüse anbaut, mit so Biodiversitäts- und tralala-gerechten Landwirtschaftsmethoden. Und das andere halbe Jahr bin ich Skilehrerin oder so. Oder also mit jetzt bei so InformatikerInnen oder EntwicklerInnen geht das auch einigermaßen gut tatsächlich. Ich glaube, das ist auch sehr beliebt, dass bei manchen Leuten das so ein halbes Jahr lang codig und irgendwie das andere halbe Jahr reise ich rum oder so. Funktioniert jetzt auch nicht unbedingt mit allen Sachen. So ein anderes Beispiel für so ein Lebensentwurfsmuster wäre das Schultagmodell, also da ist es so ein bisschen die Idee, dass man sich so kleinere Zeitfenster vornimmt und diesen für verschiedene Projekte und verschiedene Themen reserviert, sodass man eben die Abwechslung hat, wenn man auch mehrere Themen hat. Genau, also immer dann das auch so ein bisschen an dem eigenen Rhythmus anpassen und immer, wenn man merkt, okay, nach 2 Stunden bei einem Thema bin ich dicht und irgendwie kann ich mich nicht mehr konzentrieren, habe keinen Bock mehr, dass dann einfach mal so
abschließen und dann zu was anderem kommen. Das ist so ein bisschen wie genauso Schulunterricht eben organisiert ist. So eine andere Idee ist das sogenannte Learn, Try, Teach, Leave-Modell, also wo man irgendwo ankommt, eine neue Sache lernt, probiert die, setzt die auch in der Praxis um, dann bringt man sie da den anderen Leuten bei, im Job zum Beispiel, und dann geht man und macht das von vorne für irgendwas anderes. Oder genau, es gab noch die Idee, das ist dieses Quartal-Kreativprojekt, dass man sich pro Quartal ein Zusatzding vornimmt. Also wie zum Beispiel, ich mache jetzt dieses Semester Lehrauftrag und sonst versuche ich nicht noch gleichzeitig noch vier andere Sachen irgendwie zu machen, sondern reserviere mir die Zeit danach dafür. Und wie gesagt, davon gibt es noch mehrere, falls euch das interessiert. Ich lege euch dieses Buch sehr ans Herzen. Genau, und ein letztes Werkzeug, das ich euch, das ich mit euch teilen wollte, ist die sogenannte Show-and-Tell-Party. Vielleicht kennt ihr, es gibt hier in Berlin in der Seabase das sogenannte Hack-and-Tell, also wo man anderen Leuten die Sachen zeigt, die man schlau gehackt hat, und alle haben Spaß. Oder vielleicht haben die keinen Spaß, keine Ahnung. Ich musste da auch an, ich zeige meine Urlaubsfotos denken und irgendwie interessiert das niemanden außer mir, weil die alle nicht da waren. Aber da ist so ein bisschen die Idee, dass man so Projekte, die man jetzt in einem Zeitraum geschafft hat, mit seinen also das mit seinen Freundinnen oder so teilt. Und das könnte auch irgendwie so ein nettes, also netter Mechanismus sein. Einerseits, genau, dass die nicht irgendwo in der Ecke verstauben, wenn das irgendwie so physische Dinge sind. Und zum Zweiten, dass man auch so ein bisschen sich selber so sozusagen so diese Deadline also setzt, wo man dann, also, darauf hinarbeitet und dann auch vorhat, Sachen auch abzuschließen, wenn das, genau, wenn das einem wichtig ist und wenn man Probleme damit hat. So, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil vom Vortrag, der jetzt im Schnelldurchlauf passiert. Das ist nämlich meine Show and Tell Party. Das ist auch der sozusagen unser Untertitel von dem Vortrag heute. Das sind die 23, die dann nicht mehr 23 geworden sind, weil das zu lang ist und mir nichts eingefallen ist, sondern 18 Projekte, die ich als Kennerin der Pandemie wieder angefangen oder beendet habe. Und jetzt klicke ich euch da so kurz da durch. Also, ich habe, wer hätte das gedacht, zum Beispiel einen Comiczeichenkurs besucht. In dem letzten Jahr davor habe ich mich eigentlich mit dem Thema nie so großartig beschäftigt. Da bin ich irgendwie zufällig reingerutscht. Und das war so der eine Termin der Woche, so für 3 Monate, der so wirklich so die Stimmung hochgehalten hat, diesen Winter. Ganz tolle Sache, falls euch für sowas interessiert, finde ich sehr empfehlenswert. Ich habe wieder angefangen, so einen Pullover zu stricken. Das habe ich schon mal irgendwann vor 5 Jahren oder so angefangen. Ist immer noch nicht fertig. Aber ich bin weitergekommen diesmal. Und es ist auch sehr gut, habe ich dann festgestellt. Ich habe irgendwie super viel so Kongress-Content nachgeholt, so nebenbei. Also irgendwas hören oder so lässt sich super kombinieren. Nur verzählt man sich so ein bisschen, also ab und zu bei so komplizierteren Sachen, aber und da verzähle ich mich ehrlich gesagt auch so manchmal. Ich habe versucht, so ein Regal aufzuhängen. Das sieht immer noch so aus. Ich weiß nicht so genau, wann ich das angefangen habe. Aber so sind so Altbauwände. Dann ist plötzlich der Dübel so 2 mm zu tief oder zu hoch und dann passt irgendwie die Schrauben nicht mehr durch und das hatte ich keine Lust mehr und das sieht jetzt deswegen so aus. Ich habe weit an meinem Longboard-Bauprojekt gemacht. Also ich habe nämlich irgendwann mit einem Kumpel dieses Holz in Form gepresst und ausgeschnitten und dann irgendwie wollte ich was drauf malen, bevor das lackiert wird und Rollen dran kommen. Und jetzt habe ich das tatsächlich auch angemalt. Mal gucken, wann die Rollen dann wirklich auch dran kommen. Dann habe ich jetzt, genau, so ein paar Sachen, die ich auch wirklich abgeschlossen habe in dieser Zeit. Das ist, war ich sehr stolz darauf. Ist eine wirklich 7 Jahre
also 7 Jahre alte Hausarbeit zu Ende zu schreiben. Also der Prof war auch so, ja, dann beschäftige ich mich mal einen Tag lang mit Ihnen, um so Ihren ganzen Kram da abzuhaken. Aber der hat es angenommen, das war super. Ich habe ein paar Wikipedia-Artikel geschrieben. Das fand ich auch sehr schön. Dann hat man auch also irgendwas, das da steht, das man irgendwie so geschaffen hat. Und was sich dafür gut anbietet, ist, wenn man irgendwie so eine Sprache spricht, wo die Wikipedia noch nicht ganz so groß ist. Also ich glaube, bei Deutsch ist die mittlerweile schon recht ausführlich. Und ich habe dann in letzter Zeit so ein paar Biografien gelesen und dann immer mal wieder gemerkt, ah ja, die Leute stehen da dann gar nicht drin. Und ich habe da gerade irgendwie so eine Primärquelle gelesen, kann man was zusammenschreiben. Das eignet sich so gut dafür. Ich habe meine Masterarbeit letzten Sommer in so einem Konferenzpaper gegossen und sie dann auch irgendwie so präsentiert bei dieser Konferenz. Da war ich, genau, das war wieder was, das ich abgeschlossen habe. Und da wollten die auch noch, habe ich sogar auch so ein Teaser-Video dafür gedreht und irgendwie so ein Backup-Video für die Konferenz. Und es war irgendwie so alles so ein bisschen schrecklich in so 90er Jahre schlechtes, zusammengeschnittenen Amateur-Video. Flair und ich dachte, ach, irgendwie fand ich das auch so ein bisschen lustig und ich dachte, so können jetzt auch niemand an mich so einen Anspruch herantragen, dass ich auch großartige Videoschneiderin bin. Insofern war das so ein totaler Erfolg, fand ich. Ich habe mit so einer Webseite mal wieder irgendwie angefangen, Türkisch zu lernen. Das hat auch eine Weile lang super gut funktioniert. Ich war jeden Tag drauf und habe irgendwie so da so diese Sätze durch die Gegend übersetzt und so. Und das ist so gerade so wieder ein bisschen abgeflaut, aber ich hoffe, dass die Begeisterung dafür wiederkommt. Das macht nämlich auch wirklich recht viel Spaß, zu gucken, wie Sachen auf verschiedenen Sprachen heißen. Ich habe so ein Telequiz, das ist sowas wie Popquiz, nur im Internet, weil alles ja im Internet war im letzten Jahr mit veranstaltet und auch ein paar Mal da teilgenommen. Hat vielleicht die eine oder die andere Person von euch auch, ich habe das Gefühl, es war recht beliebt als Freizeitvertrieb. Genau, ich dachte, wenn ich schon irgendwie so zu sehr viel random Zeug aufs gutes Wissen habe, dann kann man auch irgendwie so mal anderen Leuten damit quälen. Dann habe ich noch so einen Security-Workshop für Mitarbeitenden und genau Mitglieder von NGOs veranstaltet, die vor allem daran interessiert waren, wie sie ihre digitale Kommunikation gestalten können. Ich war auch bei so einem Gitarrenkurs, weil ich dachte, ich kann irgendwie das mit der Gitarre, aber so dieses, was sich ungefähr alle wünschen, wenn man sagt, man kann Gitarre spielen, nämlich, okay, kannst du jetzt Wonderwall? Nein. Aber also halt irgendwas klimpern, wo wir dann wieder zu grölen können beim Lagerfeuer, das kann ich irgendwie so wirklich gar nicht oder konnte so wirklich gar nicht. Und jetzt habe ich das so ein bisschen mehr gelernt. Also das war auch sehr schön. Das so. Und ich habe immer noch vor mir so den Gitarren, wie man gut Gitarre lernen, Vortrag, der davor war, noch anzugucken. Das habe ich vorhin nicht geschafft, weil ich die Folien retten musste. Ich habe angefangen, einen Text-Adventure zu schreiben. Der ist auch noch nicht so ganz fortgeschritten, aber ich hatte ganz viel Spaß an dem Map malen und irgendwie überlegen, wo was passiert und genau. Ich habe so ein Gelbgurt beim Taekwondo gemacht, worauf ich auch relativ stolz bin, weil ich eben so recht unsportliche Person bin und immer mal wieder in Sportkursen so die Erfahrung gemacht habe, dass alle wissen, was passiert und ich bin die einzige Person, die sich in die andere Richtung bewegt oder dreht. Und jetzt war ich da doch eine Weile lang dabei, bei diesem einen Sport bin ich geblieben sozusagen, merke ich auch, dass, okay, so die Leute, die neu anfangen, die sind genauso unkoordiniert und verloren. Und ich habe jetzt doch was gelernt in der Zeit. Das ist ganz cool. Ich habe so eine Ferienbespaßung in der Grundschule betreut, in meinem Versuch herauszufinden, ob ich gut Lehrerin sein könnte. Ich versuche mal ein bisschen schneller zu machen. Demselben Drang war ich Lehrbeauftragte in so einem Einführung in den Programmierungskurs
in der Fachhochschule und auch bei Jugendhakt. Das ist alles so remote, fand ich, naja, also es ist bestimmt in Person schöner und kriegt man mehr Feedback, was die Leute verstanden oder nicht verstanden haben und wie es denn so geht. Und ich war auch unter anderem gerade davor noch bei einem Zeichenkurs. So viel zum Thema, sich zu viel vornehmen. So, so what? Jetzt muss ich ganz kurz in den Notizen runterscrollen. Genau, also das war so jetzt so schnell Durchlauf, was bei mir in dem letzten Jahr passiert ist. Und insbesondere, genau, also was ich für Strategien und Gedanken entdeckt und durchgemacht habe, seitdem ich diesen Scanner-Begriff entdeckt habe. Und ich habe euch dann so ein paar von diesen Werkzeugen eben irgendwie so vorgestellt, die mir geholfen haben und hoffe, dass, falls ihr euch da wiedererkannt habt in diesem Thema, auch manche davon auch für euch Sinn machen, beziehungsweise, dass, falls ihr da Bekannte oder Freundinnen da wiedererkannt habt, dass ihr da dem was abgewinnen konntet, was man auch anderen Menschen weitergeben kann. Ich hoffe, das war nicht zu schnell und nicht zu wirr. Und was wollte ich noch sagen? Genau, also ich kämpfe immer noch so mit ein paar Sachen, aber hey, also tun wir alle. Und jetzt komme ich einfach mal zum Schluss. Das sind die Schlussworte. Und das sind die Ressourcen, die ich euch zeigen wollte. Nämlich, also Refuse to Choose ist dieses Buch von Barbara Scheer, die den Begriff Scanner geprägt hat und wo sie eben so diesen ausführlicher beschreibt und irgendwie so auch noch mehr Werkzeuge und so Reflexionsideen vorstellt. Und das ist so ein TED-Talk, der mir auch im Zusammenhang mit dem Thema über den Weg gelaufen ist, von einer anderen Person, die sich so ein bisschen mit demselben Thema beschäftigt, aber das unter, ich glaube, die benutzt das Multipotentiality-Synonym dafür. Genau, also falls ihr da mit etwas Kürzerem einsteigen wollt. So, das war's. Dankeschön. Ich genau, hoffe, dass es jetzt genug Zeit noch für Fragen, falls es welche gibt. Und ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ja, vielen Dank für deinen Vortrag. Ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen besser zu verstehen bin für die Fragen, ja, die jetzt gestellt werden können. Du bist so super, super zu verstehen jetzt, ja. Sehr gut. Ich kann dir auf jeden Fall schon mal nochmal aus dem Chat zurückspiegeln. Da kann ich mich auch nur anschließen an das Lob für all die Zeichnungen in deinem Vortrag, die wirklich zu einer sehr schönen Gestaltung geführt haben. Danke. Die haben auch genau, sehr viel Spaß gemacht. Und genau, an die Zuschauenden, falls ihr Fragen habt, kommt, falls ihr das noch nicht seid, in die Videokonferenz rein und genau, schreibt eure Frage einfach in den Chat und ich werde die dann für die Aufzeichnung einmal wiederholen. Und dann, genau, also falls ihr Fragen habt, bitte schreiben auch schon die ersten. Ja, da kommt nochmal das verdiente Lob für Vortrag und insbesondere die Zeichnung. Ja, ich lese das auch gerade so ein bisschen parallel. Ja, danke schön. Das hat auf jeden Fall, also wie gesagt, ich habe irgendwie so mega in Zeitstress geraten damit, aber ich wollte das irgendwie so zu Ende betreiben, weil es wirklich auch viel Spaß gemacht hat, irgendwie so da Quatsch zu zeichnen dafür. Das konnte ich irgendwie so meine Comic-Kurs genau, also so da, wo, was ich da gelernt habe, nochmal irgendwo anwenden. Das war toll.
Ich lese gerade, also ich habe gestern Abend einen Vortrag gestalten, und das Niveau mit der Grafik kann ich nicht. Also ich glaube, wenn ich gestern Abend damit angefangen hätte, hätte ich auch einfach nichts zu Ende gebracht. Genau. Aber ich habe irgendwie so tatsächlich davor noch damit gestruggelt, weil das alles einzelne Bilder waren, die in PDF zu gießen. Und ich dachte, ich werfe jetzt einfach Image Magic an, der macht das schon. Und dann war dem der Cache zu wenig. Und dann musste ich irgendwie so kurzfristig mir was anderes einfallen lassen, wie man die so zusammenwirft, ohne viel zu viel Aufwand zu betreiben. Ich erzähle mal so ein bisschen Fark gerade, weil ich mir denke, so Ja, gerne. vielleicht kommt noch mal eine Frage. Genau, also ich weiß nicht so genau. Ich hoffe, dass es euch auch irgendwie so der Inhalt Spaß gemacht hat und oder irgendwie spannend war und ihr damit was anfangen konntet. Das und nicht nur die Form. Jo. Genau, da kommt tatsächlich noch eine Frage. Lukas wird auf jeden Fall einiges ausprobieren und ist aber noch auf der Suche nach Notiz-Apps und ob du da was empfehlen kannst. Oh Gott. Nee, eigentlich so gut wie gar nicht. Also ich mache Notizen auf wirklich in so einem Buch oder in Geedit oder in so Texteditor meiner Wahl. Aber ich finde tatsächlich, also ich weigere mich immer noch, so ein Smartphone richtig zu benutzen. Deswegen bin ich, glaube ich, da wirklich eine ganz schlechte Ansprechperson bei dem Thema. Genau, also du kriegst auch das Feedback, dass tatsächlich die Leute auch die Inhalte sehr, sehr gut gefallen haben, sei es, weil sie sehr relatable waren oder neue Tools oder halt eben den Begriff Scanner mal kennengelernt haben. Genau, da war noch eine Frage, was sagen deine Angehörigen dazu dazwischen? Weiß ich auch nicht so genau. Ich habe das immer wieder Freunden erzählt. Irgendwie die Hälfte lacht mich so ein bisschen aus und meint immer, okay, und wie funktioniert dein Slot-Klassenzimmersystem jetzt? Meine Eltern haben sich, glaube ich, so ein bisschen damit abgefunden, dass ich immer viel zu gestresst bin, weil mir irgendwas eingefallen ist und das jetzt irgendwie so mal machen muss. Ich glaube, die haben sich auch so ein bisschen beruhigt, nachdem ich irgendwie so ein Studium abgeschlossen habe. Dann war zumindest das Kind nicht ganz in den Brunnen gefallen. Weil es ja wichtig ist, dass man einen Abschluss hat und so. Aber eigentlich, ja, eigentlich, ja. Wollte gerade sagen, das klang irgendwie so ganz schlimm. So schlimm sind die gar nicht. Also, die sind schon auch recht. Also, wenn nicht unbedingt aktiv. Wie heißt es, supporten, weil die, glaube ich, auch irgendwie nicht wissen, was damit anfangen sollen. Jetzt nicht so von der Sorte, die da irgendwie ausrastet deswegen oder so. Ja, dann haben wir noch die Frage, geht es mehr ins Philosophische, ob du denn glaubst, dass Da Vinci auch ein Scanner war? Bestimmt, ich bin sehr fest davon überzeugt, dass Da Vinci ein Scanner war. Ich glaube auch, ich habe auch schon überlegt, ne, weil ich das erzählt habe so ein bisschen, und das wird in diesem Buch auch so dargestellt, dass es früher irgendwie so voll angesagt war, so ein bisschen und gesellschaftlich akzeptiert und anerkannt. Und ich habe überlegt, inwiefern das irgendwie vielleicht dem geschuldet ist, dass ganz viele Gebiete einfach, also jetzt wissenschaftlich oder also ja vor allem wissenschaftlich nicht so weit waren. Ne? Und dann konnte man sich irgendwas vornehmen und da, also wenn man so ein bisschen Systematik an den Tag gelegt hat und irgendwie so eine schlaue Idee hatte und sich dafür begeistern konnte, vielleicht auch schon was Sinnvolles dazu beigetragen. Und wir haben heute den Pech, dass irgendwie so vieles eben schon auch so ein bisschen erforscht ist. So. Und dann muss man halt, um irgendwas beizutragen, sich die obskure Parameter und das Tweaken davon bei dieser Machine Learning Methode XY vornehmen und da 3 Jahre lang daran werkeln, genau, um irgendwie
da irgendwas zu, so Neues sozusagen zu machen auf einem Gebiet. Und das ist sowas, wo ich mir denke, so, boah, da habe ich echt absolut keinen Bock drauf. Das, ja. Ja. Ja, bitte, ich lade die Präsentation auch noch mal hoch. Also das habe ich noch nicht geschafft, weil, wie gesagt, ich habe so bis vor kurzem irgendwie so versucht, die in ein Stück zu bekommen. Genau. Falls ihr daran noch Interesse habt. Ja, also hier im Chat werden jetzt noch mögliche Notiz- und Organisationssysteme, zum Beispiel Kanban, vorgeschlagen. Genau, also jemand fragt, was Kanban ist, vielleicht noch ganz kurz dazu. Ich bin da nicht so die Expertin zu dem Thema, aber und vielleicht benutzt du da am besten so die Suchmaschine deiner Wahl, aber das ist so eine Sorte Projektorganisations wie würde man das nennen, Methodik, also was Ähnliches in dem Sinne, also es ist auch eine Projektorganisationsmethodik wie Scrum, falls dir das schon mal über den Weg gelaufen ist, wo man eben so verschiedene, also ich glaube, Kanban wird eher so da mit ausgezeichnet, dass man so verschiedene Statusse, so für, also so Aufgaben eben anlegt in seinem Ticketsystem oder wo auch immer, und irgendwie so sehr viel mit diesen Statusen davon arbeitet. Das ist irgendwie so alles, kann man damit anfangen, das ist irgendwie alles in Progress, das liegt irgendwie im Review, das liegt irgendwie, keine Ahnung, und dann irgendwie so diese Aufgaben durch die Gegend schieben und sich dann irgendwie so vor Augen führen, welche wo steht und so und sowas. Und ich hoffe, ich habe euch gerade irgendwie so keinen völligen Murks erzählt, weil ich, wie gesagt, da auch nicht so die Expertin bin zum Thema. Genau, und ich vermute, dass, weil da davor kam die Frage, Kanban schon mal ausprobiert, dass es irgendwie so darauf abzielt, dass das vielleicht auch mal so eine Art Strategie sein könnte. Und klar, also das klingt eigentlich auch auf jeden Fall nach einer gültigen Strategie, eben mit so vielen Sachen, die man gleichzeitig vorhat, irgendwie umzugehen. Genau. Ja, dann haben wir zumindest momentan keine weiteren Fragen. In dem Sinne würde ich mich nochmal ganz herzlich bei dir für den sehr tollen Vortrag bedanken. Ja, danke schön auch euch allen für das Zuhören und für die ganzen Anmerkungen und auch für die Tipps, die ich irgendwie nicht kompetent abgeben konnte. Aber dafür sind wir ja alle da. Cool. Dann würde ich euch mal winken, ohne zu winken. Also ich winke hier, aber ihr seht mich nicht. So. Ah ja, sehr gut. Emojis. Die muss man aber irgendwo her pasten, ne? Mist. Nee, ich paste jetzt nichts. Ich muss suchen. Okay, gut, dann Dankeschön und ja, hier geht es jetzt gleich im Programm weiter nach einer noch relativ kurzen Pause mit dem Abschluss der Konferenz, unserem Vortrag namens Shutdown. Genau, falls ihr euch den noch ansehen wollt. Ansonsten war es das für dieses Jahr mit der Frostcon und ich hoffe, dass wir euch alle dann im nächsten Jahr wiedersehen können und dann hoffentlich auch wieder in Person in St. Augustin. Tschüss. Ciao. Ich hoffe auch, dass wir uns nächstes Jahr mal in Person sehen können. Das wäre toll. Bis dann.